Meine Damen und Herren, liebe Berlinerinnen und Berliner, herzlich willkommen zur dritten öffentlichen Werkstatt, zu den Leitlinien zur Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der räumlichen Stadtentwicklung. Willkommen auch Senatsbaudirektorin Regula Lüscher, die Sie jetzt begrüßen wird. Ja, herzlich willkommen hier an diesem besonderen Ort. Schön, dass so viele hier sind. Vielleicht zum Beginn etwas ganz Persönliches. Ich war heute Morgen an der Pressekonferenz zum Haus der Statistik, also zu diesem Workshop-Verfahren, was wir dort hatten. Wir haben jetzt eine Planung ausgewählt. Und diejenigen, die das verfolgt haben, wissen vielleicht, dass wir dort in einer Kooperation mit sehr unterschiedlichen Akteuren ein Areal entwickeln, unter anderem auch mit einer Initiative, die sich zusammengeschlossen hat aus Bürgern, Zusammenkunft nennen die sich. Und da ist dabei der Bezirk, der dort ein Rathaus bauen will, und die Wohnungsbaugesellschaft BBM, die da Wohnung bauen will, und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ist auch ein Kooperationspartner. Wir haben gerade dieses Workshop-Verfahren organisiert und dann ist auch noch die BIM dabei, die dort für Finanzverwaltung bauen soll. Also es wäre eine gemischte Nutzung mit gemischter Akteurskonstellation, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch ein wenig euphorisiert von diesem Prozess. Das war ein ganz toller Prozess, ein Prozess, der sehr konkret war, weil es um räumliche Stadtentwicklung ging, und wir sitzen hier zusammen und machen die Werkstatt 3 zu Leitlinien für Bürgerbeteiligung, also für eine Sache, die eigentlich noch sehr abstrakt ist. Und ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich, dass Sie sich Energie und Zeit nehmen und auch das Interesse haben, an diesen Leitlinien zu arbeiten, weil da geht es ja jetzt nicht konkret um ein Vorhaben, etwas, was einen vielleicht emotional auch auffüllt, sondern da geht es um etwas sehr Abstraktes. Und das ist wirklich ungewöhnlich, und dafür möchte ich mich ganz besonders bedanken, dass Sie sich daran beteiligen. Das Zweite, was ich sagen möchte, es gab im Vorfeld Diskussionen um diesen Ort, warum wir ausgerechnet an diesem Ort eine Werkstatt zur Bürgerbeteiligung machen. Und dazu möchte ich auch noch zwei, drei Worte sagen. Der Ort wurde nicht ausgewählt, um irgendjemanden zu brüskieren, insbesondere auch nicht um Menschen zu brüskieren, die um diesen Ort kämpfen, die andere Vorstellungen haben als der Investor, der das hier entwickeln will. Und wir wissen auch alle, dass dieser Prozess noch alles andere als abgeschlossen ist. Sondern der Ort wurde ausgewählt, weil es durchaus schwierig ist, Orte zu finden, die eine besondere Größe haben, die dann geeignet ist, die ja, verschiedene Bedingungen der Ort erfüllt, auch finanzielle Bedingungen natürlich, darf auch nicht allzu teuer sein, weil der Senat ja ein gewisses Budget hat, am Schluss sind das ja auch alles Steuergelder. Und diejenigen, die diesen Ort ausgewählt haben und das vorgeschlagen haben, die hatten gar nicht, die wussten das gar nicht, dass es da so eine Auseinandersetzung gibt. Also wir möchten uns einerseits dafür entschuldigen, dass es da zu Unstimmigkeiten kam und uns auch irgendwie unterstellt wurde, dass wir jetzt das absichtlich gemacht haben, das haben wir nicht. Aber trotzdem habe ich dann nochmals nachgedacht, was ist jetzt eigentlich so abwegig und so schlimm, auf ein Areal zu gehen, das durchaus umstritten ist, und da über Bürgerbeteiligung zu sprechen. Ich finde das gar nicht so abwegig. Ohne dass wir jetzt das bewusst gemacht haben, aber am Ende des Tages muss ich sagen, das kann doch hier stattfinden, weil in der Bürgerbeteiligung wird es immer um Auseinandersetzungen gehen. Also ich hoffe, dass Sie das akzeptieren können, und ich sehe jetzt hier im Raum auch da keinen Widerspruch. Dann würde ich sagen, schreiten wir voran mit unserer Veranstaltung. Warum machen wir das Ganze? Weil natürlich diese Stadt wächst, weil wir unter anderem bezahlbaren Wohnraum brauchen, weil wir aber auch Schulen brauchen, weil wir viel Infrastruktur brauchen, weil wir mehr Grünflächen brauchen, weil wir Kleingärten brauchen, weil wir all das brauchen, was man für eine wachsende Stadt braucht. Und all diese Funktionen brauchen Platz,
nehmen Raum ein. Und je knapper der Raum wird, desto größer werden die Diskussionen und natürlich auch die Verteilungskämpfe. Ja, da müssen wir ganz ehrlich sein. Und wenn wir diese Aufgabe der wachsenden Stadt, auch diese Flächenkonkurrenzen, das Abgleichen von unterschiedlichen Interessen, wenn wir das in einer guten Art und Weise tun wollen, dann müssen wir das auch tun mit einem klaren Plan, wie wir mit den Bürger und Bürgerinnen umgehen. Und wir müssen es so tun, dass nicht nur der Senat und irgendein Bezirk eine Vorstellung hat von diesen Leitlinien, sondern dass alle Bezirke die gleiche Vorstellung haben, dass die Verwaltung, die Politik die Vorstellung teilt mit den Bürgern und Bürgerinnen. Und darum machen wir diesen ganzen durchaus anspruchsvollen Prozess in Leitlinien gemeinsam zu entwickeln zur Bürgerbeteiligung. Und heute haben wir die dritte Werkstatt dazu und das ist eine gute Sache. Die Aufgabe von Leitlinien, also diesem abstrakten Instrument, ist, dass erstens die Information über Beteiligungsvorhaben in Zukunft besser ist. Ja? Dass man weiß, wo kann man sich informieren, wo finde ich die Informationen, zu welchen Arealen, zu welchen Themen überhaupt Bürgerbeteiligung stattfindet. Dann wollen wir gemeinsame Prinzipien, gemeinsame Standards, das habe ich schon gesagt, nicht, dass im Bezirk X die Verfahren ganz anders durchgeführt werden als im Bezirk Y, dass in der Verwaltung X, in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, das auf eine ganz andere Art durchgeführt wird oder in der Senatsverwaltung für Verkehr, das passt vielleicht besser, weil die auch räumlich planen als in unserer Verwaltung. Dann wollen wir, dass wir transparent sind, im Vorfeld der Beteiligungsverfahren, aber auch in den Verfahren selbst. Und wir wollen, dass die Bürger, die Verwaltung und die Politik orientiert ist darüber, was die Standards sind. Wir wollen mehr Verbindlichkeit in den Verfahren auf beiden Seiten und wir wollen herausfinden, welche Regeln wir formulieren müssen, dass eben diese Verbindlichkeit zustande kommt. Und wir wollen auch mehr Möglichkeiten für die Beteiligung, also dass wir unterschiedlichste Formate, unterschiedliche Standards haben, um eben auch unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen. Ein Thema, was ganz kompliziert ist und sehr anspruchsvoll in den Beteiligungsverfahren. Die Leitlinien sollen anwendbar sein für langfristige Planungsvorhaben, aber natürlich auch für kürzerfristige Baumaßnahmen. Also nicht nur große Planungen, sondern auch für Baumaßnahmen wie zum Beispiel Wohnungsbau, Schulen, Grünflächen, das habe ich schon gesagt. Wie ist das Arbeitsgremium vorgegangen? Das Arbeitsgremium, das ich ja dann sicher auch noch vorstellen werde, nehme ich an, die sitzen auch alle schon hier, hat bereits seit Oktober 2017, 15 Sitzungen durchgeführt. 15! Das ist richtig viel und das zeigt auch, wie kompliziert eben das Thema ist und es zeigt aber auch, dass man am Anfang eines solchen Prozesses sich auch diejenigen Menschen, die sich dafür einsetzen wollen, finden müssen, sich abstimmen müssen, sich selber einen Arbeitsplan machen müssen und dann arbeiten. Sie haben alle nicht nur meine Wertschätzung, sondern auch die Wertschätzung von Frau Lobscher, die heute nicht da sein kann, aber die ja bekanntermaßen Bürgerbeteiligung als ein ganz, oder die Verbesserung der Bürgerbeteiligung als ein ganz wesentliches Ziel vor Augen hat in ihrer Amtsperiode. Auch sie sagt mir immer wieder und hat mich auch darum gebeten, dass ihr noch was zu sagen, dass sie eine sehr große Achtung davor hat, dass sie auch zum Beispiel heute Abend wieder die Zeit mit uns verbringen. Das ist nicht selbstverständlich. Das Arbeitsgremium hat 12 Grundsätze formuliert, die werde ich jetzt hier nicht weiter darstellen. Die wurden in der Werkstatt, in der zweiten Werkstatt im Oktober öffentlich diskutiert und nun geht es eigentlich darum, dass wir einen Schritt konkreter werden, dass wir eben herausfinden aus diesen Leitlinien, aus diesen Grundsätzen, welche Instrumente, welche Verfahren, welche Prozesse müssen wir definieren. Jetzt wird es eigentlich konkreter. Und das finde ich auch gut, weil ich bin eher so die Frau vom Bau, die dann auch gerne hat, wenn da mal irgendwie etwas sichtbar wird und fassbar wird und konkret wird. Und darum freue ich mich ganz besonders,
auf die heutige Werkstatt und das war auch meine Einführung. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesagt und nicht zu wenig, sondern genau das, was ich jetzt sagen sollte. Und ich würde jetzt übergeben an unsere Moderatorin und werde ja, den Rest des Abends mit Ihnen verbringen und am Schluss vielleicht noch irgendetwas sagen, was ich heute gelernt habe. Ja, so soll es sein. Vielen Dank.